Weniger konsumieren, aber besser leben. Das wollen die Anhänger der sogenannten Décroissance-Bewegung. Sie treten für eine Schrumpfung des Wachstums ein, damit unsere Lebensweise den Planeten nicht überfordert. Diese Idee hat mehrere Gründerväter, von Mahatma Gandhi bis hin zu einigen Strömungen der 68er-Bewegung. Global wollte wissen, wie einige dieser Ideen, die ja im Widerspruch zum Kaufverhalten der Bürger stehen, in der politischen Diskussion allgemein und im aktuellen Europawahlkampf behandelt werden. Für unseren Fokus besuchte Anna Salzberg die Décroissance-Anhänger. Ein großer Tag, der vielleicht eine politische Wende bringt. Doch im Publikum sitzen nur wenige und auf dem Podium wird improvisiert. Alle, die auf der Liste stehen wollen, heben den Arm und wir zählen sie. Das wäre nicht schlecht. Alle Freiwilligen werden zu Kandidaten. Für jeden ist Platz auf der Liste, die einzige der 27 europäischen Listen, die sich gegen die Wachstumsgesellschaft ausspricht. Auch wenn die Mitgliederzahlen klein bleiben, so steht im Programm doch Großes. Wir fordern ein festes Einkommen für die Bürger Europas, das durch eine Umgestaltung der Steuern möglich werden soll, der Körperschafts- und der Einkommenssteuer. Eine tiefgreifende Reform unserer Produktionsmethoden, was wird produziert, wie wird es produziert. Die Einführung eines genehmigten Maximaleinkommens. Genehmigtes Maximaleinkommen? Ist die ideale Gesellschaft dieser Anhänger der Schrumpfung vielleicht etwas autoritär? Mehr als eine politische Partei ist die Décroissance-Bewegung eine Lebensart, mit den vorhandenen Mitteln auszukommen. In diesem Garten sind Spiegel aufgestellt, zur Beleuchtung und Beheizung eines ganz nach Norden ausgerichteten Hauses. Yves Dumas ist 60 Jahre alt und war früher Arzt. Bei ihm fängt die Schrumpfung beim Essen an. Die Mahlzeiten sind bescheiden und werden langsam eingenommen. Das Gegenteil von Fast Food. Es ist eine Suche nach dem möglichst einfachen Leben, das nicht belastend ist. Man braucht das alles, was heutzutage gemacht wird, nicht. Es gibt diesen Wahn, immer mehr zu produzieren und zu verkaufen. Wir haben die Produktionskrankheit, die Kauf- und Verkauferitis. In seinem Haus gibt es nichts besonders Bürgerliches. Der Arzt ist mit sehr wenig zufrieden und verzichtet auf modernen Komfort. Dieser Korb auf dem Tisch ist sein Kühlschrank. Das beruht alles auf dem Prinzip der Verdunstung. Grundlage sind die Tücher, die die Feuchtigkeit speichern. Man muss also 2 bis 3 Mal mit dem Zerstäuber darüber gehen. Die Verdunstung hält die Sachen kühl. Schon immer hat dieser Robinson die Schrumpfung gelebt, ohne es zu wissen. Heute gibt es dafür eine Liste bei der Europawahl und diese Zeitung. Zeitung der Lust am Leben, lautet der Untertitel. Ich fühle mich heute weniger als Außenseiter, seit es sogar den Begriff der Décroissance gibt. Als ich ihn das erste Mal gehört habe und in einer Zeitung von Décroissance, von Schrumpfung geredet wurde, dachte ich, oh, das klang fast nach einem Messias oder so. Ich dachte, Mann, toll, jetzt fühle ich mich nicht mehr so allein. Die Zeitung, die das Evangelium verkündet, ist mehr als nur eine Zeitung. Sie ist das Zentrum des Schrumpfungsuniversums. Ohne sie gäbe es keine europäische Liste. Ihre 50.000 Leser versorgt sie monatlich mit frischen Ideen. Es ist ein politisches Projekt. Décroissance ist kein wissenschaftlicher Begriff. Es ist ein Werkzeug, das das vorherrschende Gedankengut verbreiten soll und das letztendlich versucht, unsere Vorstellungskraft zu entkolonialisieren, um neue politische Felder zu eröffnen, neue Vorstellungen zu entwickeln und so weiter. In dem Moment stößt der Gedanke der Schrumpfung auf andere Wege, auf die Verlangsamung, die gewollte Einfachheit, Mäßigung. Eine grundsätzliche Frage ist in unseren Augen auch die der Verringerung von Ungleichheiten. Das heißt, die erste von uns angestrebte Schrumpfung ist die Schrumpfung der sozialen Ungleichheit. Ungleichheiten zu reduzieren ist populär, seinen eigenen Lebensstandard zu senken schon weniger. Vor allem in Krisenzeiten. Auf ihren Flugblättern verteidigen die Gewerkschaften natürlich Arbeit und Kaufkraft. Das hat nichts von Schrumpfung an sich, aber bei diesem Automobilzulieferer in der Nähe von Lyon wird nur davon geredet.
Schrumpfung ist was für die gebildeten Leute, die weißen Städter. Also ganz und gar nicht für die Art von Leuten, die hier arbeiten. Als Arbeiter müsste man erst mal etwas haben, das schrumpfen kann. Wir haben noch nicht einmal ein angemessenes Gehalt, mit dem wir konsumieren könnten. Konsumieren oder nicht konsumieren? Auf diese Frage reagieren die Abgeordneten wie ihre Wähler. Schrumpfung ist für sie ein unpassender oder gar gänzlich unbekannter Begriff. Schrumpfung, sagt Ihnen das was? Nein. Ich verstehe die Frage nicht. Schrumpfung, sagt Ihnen das etwas? Schrumpfung, das ist für mich ein negatives Wachstum, also etwas Schlechtes. Von den 577 Abgeordneten traut sich nur einer, das störende Wort in der Nationalversammlung auszusprechen. Monsieur Cochet, Sie haben das Wort. Die Schrumpfung des ökologischen Fußabdrucks der OECD-Länder sollte der Maßstab für all unser Handeln sein. Aber ich weiß, und ich sehe hier und dort ein Lächeln, dass die europäischen Staatschefs im Rat und auch Sie selbst, Herr Premierminister, ein anderes Modell im Kopf haben, um das Wachstum wieder anzukurbeln. Was für eine Illusion! Da es für Sie recht brutal ist und es eine andere Art ist, die reale Welt zu sehen, glauben Sie nur halbherzig daran. Sie beziehen es nicht in Ihre politischen Vorschläge ein. Aber ich glaube, Sie hören mir mehr zu als vor 5 Jahren, wo ich praktisch ausgelacht wurde. Heute sagen Sie sich, vielleicht gibt es da ein Problem, wir kümmern uns später darum. Die Schrumpfung breitet sich nach und nach aus. In Deutschland hat Bundespräsident Horst Köhler selbst die Diskussion angeschoben. Wir können uns nicht mehr hauptsächlich auf wirtschaftliches Wachstum als Problemlöser und Friedensstifter in unseren Gesellschaften verlassen. Gibt es in Europa schrumpfendere Länder als andere? Wir sprechen mit Daniel Cohn-Bendit, der Galionsfigur der Grünen im Europaparlament. Heute ist er auf Wahlkampftour in Ungarn. Bei den Wahlen hat er einige Gegner und vor allem die Liste der französischen Décroissance-Anhänger löst bei ihm eine allergische Reaktion aus. Das sind Verrückte. Bitte? Das sind Verrückte. Er hat gesagt, das sind Verrückte. Warum denn? Weil man keine Partei der Schrumpfung gründet. Schrumpfung ist ein Schimpfwort. Die Menschen erleben den Rückgang des Wachstums heute am eigenen Leib. Es ist ein erzwungener Rückgang, das stimmt. Aber wie soll man den Leuten erklären, dass Schrumpfung notwendig ist? Das versteht doch kein Mensch. Die Wachstumsgegner irren sich also in der Wortwahl. Und die Interviewer in den Fragen. Sprechen wir doch über etwas anderes. Über den Aufstand von 56. Man kann über vieles reden. Aber nicht? Nein, ich habe keine Lust. Die Freiheit nehme ich mir, ich habe keine Lust. Diese Diskussion versteht kein Mensch, also ist sie für mich beendet. Sie haben das Recht, sie mit jemandem anderes zu führen. In seiner Rede erwähnt Daniel Cohn-Bendit diese verteufelte Schrumpfung mit keinem Wort. Obwohl es Sympathisanten in der Menge gibt, auch unter den Anführern der jungen ökologischen Partei, zu deren Unterstützung er angereist ist. Wir können in einer begrenzten Welt kein unbegrenztes Wachstum haben. Schauen Sie sich doch um. Dieses Land hat 40 Jahre Sozialismus hinter sich und unser Blick war immer gen Westen gerichtet, auch wenn Sie versucht haben, ihn mit einem eisernen Vorhang zu verschleiern. Aber wir haben durch diesen Vorhang hindurchgeschaut und so wurde der Konsum Teil der Identität der Menschen. Ist die Schrumpfung den Reichen, also den Westeuropäern, vorbehalten? Jedenfalls gewinnt sie an Boden, bevor sie vielleicht schon bald die Wahlen gewinnt.